herzlich willkommen zu meinem dritten Video zum Thema gesundheitsfördernde Bodenarbeit. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir jetzt gemeinsam in diese super wichtige Präsentation mit Praxisteil, also Praxislehrvideo, starten können. Ich freue mich wirklich, diese letzten zwei Videos sind ja super gut angekommen und ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen. Das ist sehr, sehr schön, weil es mir zeigt, dass eben dieser ganzheitliche Weg, Pferde zu verstehen, immer mehr wirklich auch auf Interesse stößt und immer mehr auch Leute und Pferdebesitzer erreicht und auch ja, die Pferdewelt sozusagen ein kleines Stück besser macht. Das sind meine zwei Pferde, die kennst du wahrscheinlich jetzt auch schon, die Wildpferd als Lusitano Wallach oder Hengst habe ich ihn ja bekommen. Also als Hengst habe ich ihn bekommen, jetzt ist er Wallach. Und meine Isländerstute Fiola, die wir noch selber in Österreich gezüchtet haben. Also seit Geburt an meiner Seite. Ich stelle mich nur ganz kurz vor, weil wenn du die anderen Videos gesehen hast, dann weißt du schon, wer ich bin. Ich bin eben ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin. Ich habe ganz, ganz viel Zeit und auch Geld in Ausbildungen investiert, um Pferde ganzheitlich zu verstehen. Ich bin Trainerin Islandpferd-Trainerin, klassisch Barock, aber auch Centered Riding-Instruktorin. Also ich versuche auch hier das Training sehr, sehr ganzheitlich zu analysieren und auch immer den Mensch als sehr wichtige Komponente mit einzubeziehen. Und ich habe sehr spezielle Ausbildungen gemacht, wie zum Beispiel Hufpflegerin oder Pferdedentistin, beides aus Verzweiflung für meine eigenen Pferde, obwohl ich eben immer die besten Pferdeleute dran hatte. Und das ist auch der Grund, warum ich heute mein Wissen online zur Verfügung stelle. Und wirklich versuche, unter dem Hashtag, weil Wissen schützt, hier ein Bewusstsein zu schaffen, dass je mehr wir selber über Pferde wissen, desto länger werden unsere Pferde wirklich gesund, leistungsfähig und auch immer gut gelaunt an unserer Seite sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen und deshalb finde ich, ist diese Präsentation auch ganz, ganz wichtig. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bis zum Ende dabei bleibst, weil es sind ganz viele wichtige Inhalte und Tipps in dieser Präsentation und auch in den Videos dabei. So, warum finde ich jetzt diese Präsentation so wichtig? Das sage ich dir gleich. Die Ausbildungshierarchie im Pferdetraining wollen wir uns nochmal anschauen und zwar diesmal mehr in dem Bereich der gymnastizierenden Bodenarbeit. Wir wollen schauen mit Praxisvideos, wie startest du dein Pferd und ich zeige dir, wie du Pferde ganzheitlich verstehen lernen kannst. Ja, ich habe eigentlich jetzt eh schon so ein bisschen was zu meinem Hintergrund gesagt und das ist eigentlich eben auch der Grund, warum ich so wichtig finde, dass du dir die Präsentation bis zum Schluss anschaust, weil wir Pferde nur dann wirklich in unserem täglichen Sein sozusagen optimal verstehen können, wenn wir wirklich ein großes Hintergrundwissen haben. Und verstehen bedeutet einerseits auf dieser emotionalen Basis, aber es bedeutet eben andererseits auch wirklich in ihren Bewegungsabläufen, in ihrer Biomechanik, in ihrem Lernverhalten. Das sind Pferde sehr unterschiedlich, ja. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dieses Video mit deinen Pferdefreunden teilst. Das ist ja kostenloses Videomaterial, also das kostet ja dich nichts. Und generell auch mein Newsletter teilst. Und ich freue mich, wenn du mir auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube folgst, weil ich versuche wirklich, ganzheitliches Pferdewissen in die Welt rauszutragen. Das ist meine Mission, weil ich einfach selber gesehen habe, wie es ist, wenn man verzweifelt ist, wenn man Probleme mit seinem Pferd hat, wenn im Endeffekt die Entscheidung da ist, das Pferd einzuschläfern von den Experten und man selber aber das Gefühl hat, dass das Pferd eben nicht sterben will. Ja? Das ist mein Weg, warum ich jetzt hier sitze und dir dieses Wissen vermitteln möchte. Und viele Pferd-Mensch-Beziehungen sind eben auch so, dass der Mensch etwas vom Pferd will, ja, und das Pferd aber einfach Nein sagt, ja. Und warum das so ist, ist, weil wir einfach das Pferd noch nicht gut genug verstehen, weil wir kein Konzept haben, um das Pferd biomechanisch korrekt zu trainieren oder weil wir einfach nicht, ja, lesen können, wie sich das Pferd heute fühlt, weil auch Pferde haben eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und sie haben Gefühle genauso
sie freuen sich, sie sind manchmal unleidig, weil es zu heiß ist oder weil die Insekten nerven, und manchmal sind sie einfach auch müde, weil sie schlecht geschlafen haben, so wie wir eben auch. Und deswegen ist es so wichtig zu lernen, wirklich auch die Hierarchie in der Pferdeausbildung sich genau anzuschauen. In meinen ersten zwei Videos habe ich dir jetzt auch schon das Thema Körpertechniken und vertrauensfördernde Bodenarbeit gezeigt, also zumindest einen kleinen Ausschnitt sozusagen aus meinem ganzen Konzept. Und das ist eben die Basis, dass wir überhaupt mit unseren Pferden richtig kommunizieren und trainieren können. Und jetzt gehen wir weiter in die sogenannte gymnastizierende Bodenarbeit. Das ist wieder, ob ein Pferd gut und sicher und eben auch erfolgsversprechend trainieren können. Und die Bodenarbeit ist immer sozusagen vor der Handarbeit, und die Handarbeit wiederum ist in meiner Hierarchie vor dem Reiten. Das heißt, ich würde auf keinen Fall jemals ein Pferd reiten, was nicht eine wirklich solide Basis in der gymnastizierenden Bodenarbeit hat und was nicht eine wirklich solide Basis in der gymnastizierenden Handarbeit hat. Ja, wenn du diese Stufen eben überspringst und gleich dein Pferd reitest, wird es zu 99% zu Problemen kommen. Und das können eben entweder Sicherheitsprobleme sein, das heißt, dass dein Pferd durchgeht, dass es sehr schreckhaft ist, dass es gar nicht mit dir reiten mag, also sich sozusagen komplett verweigert. Aber es kann eben auch sein, dass es eben eine hohe Stolper- und damit auch Sturzanfälligkeit hat und das eben ein sehr, sehr hohes Sicherheitsrisiko für dich als Reiter darstellt. Ja, das heißt, die Gymnastizierung und die Basisarbeit ist nicht nur wichtig, damit wir eine Beziehung haben, sondern auch wirklich sicherheitsrelevant für dich und natürlich auch für dein Pferd und auch für zum Beispiel im Straßenverkehr. Die Gymnastizierung hält Pferde jung bis ins hohe Alter, jung und fit. Ja, auf diesem Foto, das habe ich schon mal gezeigt, sind eben unsere Isländer in Österreich von links nach rechts, 26, 39. Lebensjahr. Und also 38 Jahre, und ich glaube auf dem Foto 33 oder 34 ist der Bangsi da. Und das ist mir eben wichtig, dass ihr das versteht, dass Gymnastik ist wie Yoga und das macht Pferde in Körper, Geist und Seele besser. Das ist genauso, wie wenn du Leute kennenlernst, die so total in ihrer Mitte sind. Das sind meistens Menschen, die sich gut ernähren, die sich Zeit für sich selbst auch nehmen und die Sport machen. Und da ist zum Beispiel eben Yoga wirklich eine ganz tolle und sinnvolle Sache, weil es wirklich auf Körper, Geist und Seele einwirkt. Und dieses Yoga können wir auch direkt mit unseren Pferden lernen. Und ich, im Endeffekt für mich ist Yoga Gymnastik, ja, also Gymnastizierung. Und dieses Wort ist in aller Munde, aber oft weiß man gar nicht so genau, was heißt eigentlich Gymnastizierung. Und Gymnastizierung heißt eigentlich nichts anderes, als das Training von Gelenkigkeit, Geschmeidigkeit und Biegsamkeit des Pferdes. Das heißt, bei der Gymnastizierung werden Sehnen, auch Bänder, Gelenke und insgesamt auch der Stoffwechsel des Pferdes gestärkt und verbessert und der Muskelaufbau gefördert. Ja, das heißt, hier, das ist so die bekannte und ja, im Endeffekt so auch, was man jetzt im Internet finden würde, die Definition für Gymnastizierung. Für mich ist Gymnastizierung, und dieser Anteil ist sehr, sehr wichtig, aber auch nicht nur körperlich, sondern wir bringen die Pferde damit in ihre innere Mitte. Das heißt, die körperliche Mitte geht immer einher mit psychischen, seelischen Mitte. Und nebenbei, als Nebeneffekt, bekommen wir ein Pferd, was nicht nur top motiviert ist und mit Freude mit uns arbeitet und Spaß daran hat, sich jeden Tag besser zu fühlen, sondern wir bekommen eben auch ein Pferd, was wirklich eine tiefe Verbindung und Beziehung mit uns sucht. Ja, also es ist etwas, wenn wir den Körper des Pferdes besser machen, dann glaube ich, gibt es kein Pferd auf der Welt, welches nicht dafür dankbar ist und welches nicht gerne mit uns arbeiten würde. Ja. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und genauso wichtig ist es eben auch, dass wir verstehen, dass das
sozusagen die Aufgabe des Besitzers auch ist, ja. Das heißt, wir als Pferdebesitzer haben auch eine gewisse Verantwortung gegenüber unserem Pferd, weil nur wenn wir wirklich auch ein gutes Pferdeverständnis haben, wenn wir ein Konzept im Trainingsbereich haben, also wirklich genau den Aufbau verarbeiten und trainieren, wenn wir seine Biomechanik verstehen, wenn wir wichtige Zusammenhänge zum Beispiel zum Thema Muskelaufbau verstehen, ja, nur dann können wir sozusagen auch das Pferd pferdegerecht arbeiten. Und der Aufbau ist dann eben Körperarbeit, das habe ich dir schon gezeigt. Vertrauensaufbau habe ich dir schon ein paar Übungen gezeigt. Da gibt es natürlich viel mehr noch, die ich auch in meinen großen Online-Kursen zeige. Aber das war jetzt mal so der wichtigste Teil. Und dann kommt eben die Gymnastik, die wir uns jetzt anschauen. Was ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass jedes Pferd, hier habt ihr mal ein wunderschönes Klopapierpferd, hier mit Schweif und Köpfchen hier vorne, dass jedes Pferd eben vorhandlastig ist. Das habe ich in vielen, vielen Videos schon gezeigt. Das wissen auch die meisten Leute. Die Vorhandlastigkeit und die Schiefe geht immer einher. Jedes Pferd ist vorhandlastig, jedes Pferd ist schief, nur nicht jedes Pferd ist gleich. Was aber oft vergessen wird, ist, dass diese Vorhandlastigkeit für ein Pferd in freier Natur kein Problem ist, weil es bewegt sich hauptsächlich einfach ruhig im Schritt. Es wird aber sofort zum Problem, sobald wir uns hier draufsetzen. Weil wenn wir uns hier draufsetzen, dann wird die Vorhandlastigkeit des Pferdes noch verstärkt. Ja? Das heißt, ein Pferd, was schief und vorhandlastig ist, wird in dem Moment, wo wir da drauf sitzen, noch schiefer und noch vorhandlastiger. Und im Endeffekt gibt's eigentlich, wenn es unvorbereitet war, nur zwei Möglichkeiten. Entweder es drückt den Rücken weg, ja, und bewegt sich so. Das merkt man normalerweise auch ganz gut. Oder aber es drückt den Rücken nicht komplett weg, aber zack, es wird sozusagen von unserem Gewicht noch mehr nach unten gedrückt, ja. Das heißt, die Schiefe und die Vorhandlastigkeit beim unvorbereiteten Pferd wird sich definitiv mit unserem Reitergewicht verschlimmern. Und das ist der Grund, warum einfach die gymnastizierende Bodenarbeit immer vor diesem, vor dem Reittraining einfach steht. Wenn wir das nicht berücksichtigen und uns einfach so auf dem Pferd draufsetzen und einfach das Pferd auch zu wenig, ja, dann wird zwangsläufig die Wirbelsäule fest. Ja, das heißt, wir haben Druck auf der Wirbelsäule, das Pferd verkürzt sich, das Pferd macht sich fest. Das heißt, die Beweglichkeit eben in der Wirbelsäule, die ich ja auch in Video 1 erklärt habe, die ja so wahnsinnig wichtig für die Gesundheit des Pferdes ist, ja, also auch für die Organschwingung, auch für den Stoffwechsel, die geht sofort verloren. Das heißt, für mich ist deswegen diese gesundheitsfördernde Bodenarbeit nicht optional, sondern jeder Pferdebesitzer sollte wirklich mit Konzept und tiefem Hintergrundwissen meiner Meinung nach das durchführen. Und hier ist jetzt mal ein Foto. Ich fand das ganz interessant. Das aus meiner Online-Ausbildung. Das Pferd kam, ich glaube, als Rettungspferd oder Schlachtpferd zu ihr. Also es hätte, glaube ich, geschlachtet werden sollen. 19 Jahre, glaube ich, ist es auf diesem Foto. Und es ist ein ausrangiertes Springpferd. Und diese Teilnehmerin, also es war wirklich, wirklich eine Leistung, was sie aus diesem Pferd gemacht hat, ja, und wie sich dieses Pferd generell am Anfang ganz furchtbar ausgeschaut, wofür sie ja nichts konnte, weil sie hat sie ja so übernommen. Aber hier sehen wir ein Pferd, was ja auf diesem Foto noch zu dünn ist, das stimmt, aber dieses Foto hier vor ist eben einfach vor dem Training entstanden, ganz normal aufgenommen. Wir sehen ein Pferd, was ganz, ganz deutlich in seiner Balance, was auch sehr, sehr stark damit die Vorhand belastet und eben auch den Rücken sehr deutlich unten hat. Jetzt ist das ja ein sehr schlankes Pferd, aber auch hier können wir sehen, dass es eine Festigkeit im Rücken hat, ja, die wirklich so eine Bergab-Tendenz sozusagen. Und der Bauch ist sozusagen ein bisschen eingezogen, was auch kein gutes Zeichen ist. Ja, weil das ist immer ein Zeichen, wenn die Pferde wie so Windhunde den Bauch einziehen,
dass sie sich nicht hundertprozentig wohlfühlen in ihrem Körper. Und das muss jetzt nicht immer Ernährung oder so sein, sondern das kann eben auch genau das, nämlich Spannung aus der Wirbelsäule sein. Ja, und diese Spannung kann man nicht mit einem Osteopathen oder einem Physiotherapeuten immer beheben. Das ist oft ein Bewegungsgefühl oder eine Biomechanik, die ein Pferd, so wie dieses Pferd, über viele Jahre schlechten Trainings negativ gelernt hat. Ja, das heißt, wir müssen solchen Pferden, die eben sehr stark blockiert waren, die vielleicht auch Unfälle hatten, aber auch einfach eine zu wenig korrigierte natürliche Schiefe haben. Wir müssen diesen Pferden ein neues Bewegungsgefühl geben. Und dann, wenn wir das regelmäßig machen, bei solchen Pferden idealerweise jeden Tag, wird das Pferd von sich aus sich auch gesünder und besser bewegen und loswerden. Also was ganz wichtig zu verstehen ist, ich bin ja Pferdetherapeutin, ich habe viele, viele Jahre sehr gearbeitet. Ich bin durch halb Mitteleuropa getourt. Und was aber wichtig zu verstehen ist, dass ich habe auch festgestellt, ich habe wirklich solide Arbeit geleistet. Die Pferde waren sofort besser, die Besitzer waren begeistert, aber irgendwann sind sie sozusagen in ihr Schema wieder zurückgefallen. Und das ist der Grund, warum ich heute die Bildungen anbiete, weil jeder Pferdebesitzer sollte eigentlich der Therapeut seines Pferdes werden, weil das macht am meisten Sinn, weil alte Muster zu löschen, kann man nicht mit einer Osteopathiebehandlung, kann man auch nicht mit drei Physiotherapiebehandlungen. Osteopathie und Physiotherapie sind wichtig, aber besser ist es, wenn der Pferdebesitzer sozusagen der beste Therapeut und Trainer seines Pferdes wird. Und das kann man sehr wohl lernen, und zwar auch online. Und hier sehen wir eben das Bild danach, hier drunter. Und ich glaube, man sieht schon einen wirklich guten Vergleich. Diese Bilder sind auch nicht gestellt, sondern einfach so aufgenommen. Man sieht ja sogar, die Beinhaltung ist fast gleich. Aber wenn man sich jetzt mal diese Balance anschaut, wie groß der Unterschied von hier dieser extremen Backup-Tendenz zu hier diesem wirklich toll aufgerichteten Pferd, angehobenem Rücken, Widerrist, ja, und aber einem deutlich entspannteren Bauch auch. Also dieses Hochgezogene ist hier komplett weg. Und das ist sehr, sehr wichtig zu sehen und zu verstehen, ja. Und insgesamt wirkt das Pferd, glaube ich, auch stolzer und ja, frischer auf diesem Foto. Hier wirkt es sehr müde und sehr fahl. Und das ist das, was ich immer sage. Gutes Pferdetraining macht Pferde schöner, stolzer und gesünder. Sie bekommen eine andere Ausstrahlung. Ihr Körper spiegelt die bessere Ort wieder. Und zwischen diesen zwei Fotos liegen eben auch nur 30 Minuten. Also gutes Pferdetraining muss jetzt nicht immer 100 Stunden dauern, sondern kann eben, und das war eben auch nur in Bodenarbeit, also nur Gymnastizierung am Boden, am Kappzaum. Da sieht man wirklich, wie diese Online-Teilnehmerin das sehr, sehr schön und gut umgesetzt hat. Ja, das heißt, mit nur 30 Minuten am Boden können wir ganz, ganz viel verbessern. Was mir sehr wichtig ist, ist heute in diesem Vortrag, dass du eben auch verstehst, wie ist es denn eigentlich so in der Hierarchie der Seitengänge. Was viele nicht verstehen, ist, dass zuerst kommt die Hankengeschmeidigkeit und als nächstes kann erst Lastaufnahme kommen. Ja, dazu ist eben ein Verständnis auch der Übungen sehr, sehr wichtig. All das lernst du ganz genau in meinem ballstartenden Bodenarbeits-Online-Kurs. Das ist auch nicht so kompliziert, wie es jetzt vielleicht erscheint. Wir müssen erst mal ein Pferd überhaupt in seiner Hinterhand beweglich machen. Ja, ich verwende dazu immer gern mein Klopapierpferd. Wenn das komplett vorhandlastig ist, das Pferd, dann ist die Kruppe hoch. Dann kann es die Hinterhand, also die Hanken sind ja die großen Gelenke, nämlich Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk der Pferde. Diese drei Gelenke arbeiten immer zusammen. Und erst wenn die geschmeidig sind, dann können sie auch im zweiten Schritt Last aufnehmen. Und das ist etwas, was oft vergessen wird. Das heißt, es gibt einfachere Übungen, um die Hinterhand zu verbessern, wie zum Beispiel das Führen in Stellung. Und es gibt dann deutlich schwierigere Lektionen, wie jetzt zum Beispiel das Schulter herein. Ich sehe sehr, sehr häufig, dass das nicht bewusst oder nicht bekannt ist und deswegen die Seitengänge keinen Wert haben.
gut gearbeitete Seitengänge haben aber einen sehr, sehr hohen Wert. Und ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel auch noch aus meiner Online-Ausbildung zeigen. Dieses Pferd war, glaube ich, bei Beginn des Kurses ungefähr 26 oder 25 Jahre alt, also schon deutlich älteres Modell. Sie hatte sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Also eigentlich war sie mehr oder weniger lahm auf vier Füßen. Und die Besitzerin, finde ich, hat wirklich toll all diese Videos, die ich eben in meiner Online-Ausbildung zeige, umgesetzt. Und hier möchte ich dir jetzt eben ihre Entwicklung zeigen von dem Pferd, was eigentlich mehr oder weniger aufgrund von vielen Unfällen und Vorkommnissen sozusagen platt auf vier Füßen war und komplett schief und steif und auch sehr oft schlecht gelaunt. Das kommt nämlich mit einem schlechten Körper oft auch einher. Aggressivität, schlechte Laune, unmotiviert sein, das kommt oft, wenn die Pferde eben nicht sich in ihrem Körper wohlfühlen. Und dieses Video möchte ich dir jetzt gerne mal zeigen. Hier siehst du den Anfang des Schultervorführens, also des Führen in Stellungs. Sie zeigt hier diese Grimassen, das sind Faszienreaktionen. Hier sehen wir, geht schon etwas besser, auch das Gesicht ist deutlich fröhlicher und da richtet sie sich jetzt auf. Siehst du den Unterschied? Das hat man jetzt, finde ich, sehr schön gesehen. Das ist meine Idee, dass ein Pferd sich auf der Hinterhand trägt. Und das können wir auch schon bei einfachen Übungen. Da haben wir jetzt die ersten Schenkelweichversuche. Das ist übrigens ihre schlechtere Hand. Du siehst, sie legt die Ohren an. Es fällt ihr wahnsinnig schwer, das auszuführen. Aber die Besitzerin macht ungestört und unbeeindruckt weiter. So, und hier sehen wir jetzt wieder ihre schlechte Seite im Schenkelweichen, wie sie wirklich ganz schön Schritt für Schritt mit einem fröhlichen, lächelnden Gesicht diese Lektion ausübt. Ja, also sie ist konzentriert, sie ist positiv. Und jetzt sehen wir noch einmal mit Mini-Reiter sozusagen das Schenkelweichen mit einem deutlich besser bemuskelten Pferd, mit einem deutlich besser trainierten Pferd und mit einem Pferd, was wirklich Geschmeidigkeit in der Hinterhand hat. Wenn dein Pferd schlecht Muskeln aufbaut, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass die Hinterhand einfach noch fest ist, ja, oder dass es sehr schief ist. Auch das sehen wir bei der Stute am Anfang ganz deutlich, wie sie über die Schulter kippt und diese Faszienreaktion, dieses Grimassenschneiden, ist einfach ein Zeichen, dass sie sehr, sehr viele Verspannungen, sehr viele Blockaden, sehr viele Schonhaltungen in ihrem Körper durch die vielen Unfälle und Probleme, die sie hatte, einfach in diesem Körper gespeichert hat. Und sie ist wirklich ein ganz tolles Beispiel, wie man mit Online-Lernen, mit direktem Feedback ganz, ganz viel aus einem Pferd machen kann, was im Endeffekt austherapiert war. Ja, also sie war wirklich sozusagen fertig mit der Welt, fertig mit dem Leben. Und ja, über dieses Training ist sie wirklich wieder zurückgekommen, hat ihren Körper wieder verstanden, hat ihn koordinieren können und hat sich dann auch wirklich viel, viel wohler gefühlt. Ich möchte es noch einmal durchlaufen lassen, weil jetzt habe ich so schnell so viel erklärt, dass du es dir einfach nochmal in Ruhe anschaust, eben von der Entwicklung von diesen sehr, sehr einfachen Seitengängen wie Führen in Stellung hin zu Schenkelweichen und dann eben auch ohne Reiter beziehungsweise mit Babyreiter. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut zu sehen. Achte auch immer auf das Gesicht und wie das Pferd reagiert. Achte auch auf die Körperbalance, das sieht man hier sehr schön. Jetzt richtet sich das Pferd mehr auf. Achte auch auf den Rhythmus, ja, auf die Gleichmäßigkeit der Bewegung. Und auf die Emotionen des Pferdes. Das Schöne an der Bodenarbeit ist, man kann es fast immer ausführen, auch auf einem beschneiten Reitplatz. Beziehungsweise Paddock ist das sogar. Und hier sieht man sehr schön, wie viel beweglicher sie jetzt auch in der Hinterhand geworden ist und einfach die Hinterhand viel geschmeidiger verwenden kann und dadurch einfach auch Muskeln aufbauen kann.
Gut, sehr schön. Dann gehen wir weiter zu meinem Trainingskonzept. Also was eben ganz wichtig zu verstehen ist, es kommen die sogenannten geraden Seitengänge immer vor den sogenannten diagonalen Seitengängen. Das heißt, am Anfang haben wir im Schenkelweichen nur eine kleine Stellung zum Beispiel. Also es gibt viele Lektionen, die ich in meinem Online-Kurs zeige, aber eine davon ist eben das Schenkelweichen, die jetzt auch eher bekannter ist. Das heißt, hier haben wir nur eine kleine Stellung und die Wirbelsäule sollte aber eben möglichst gerade sein. Und wenn das gut funktioniert, können wir erst im nächsten Schritt sozusagen eine Biegung durch den Körper verlangen. Das heißt, dann eben in Richtung Schulter herein, Travers, Revers, Traversalen und so weiter. Also diese ganzen höheren Seitengänge gehen. Wenn die Basis nicht passt, und das ist leider bei vielen Pferden der Fall, dann werden die höheren Seitengänge keinen großartigen Effekt auf die Gymnastizierung des Pferdes haben. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und hier werden meiner Erfahrung nach die meisten Fehler gemacht, weil dieses Thema eben nicht verstanden bzw. korrekt umgesetzt wird. Das heißt, vielleicht hast du am Anfang so ein bisschen Durcheinander mit diesen ganzen Seitengängen. Wenn du wirklich dein Pferd gymnastizieren willst und gesund erhalten willst, dann ist dieses Thema wahnsinnig wichtig. Und sehr, sehr gerne freue ich mich natürlich oder ich freue mich sehr, wenn du in meiner großen Online-Bodenarbeitsausbildung dabei bist, weil da werden wir das sortiert kriegen mit 1000%iger Sicherheit mit allen Videos und Anlagen und Feedback, was du da eben bekommst. Wichtig ist aber eben zu verstehen, dass wir zuerst eben das Kreuzen haben. Ich zeige das auch gleich nochmal im Video. Das eben macht die Hinterhand des Pferdes geschmeidig und erst im nächsten Schritt kann das Pferd dann auch wirklich Last aufnehmen. Ja, und deswegen ist einfach diese Hierarchie so wichtig und deswegen ist es eben so wichtig, da auch wirklich ein Wissen zu haben als Pferdebesitzer, weil wie gesagt, meine Erfahrung als Pferdetherapeutin sagt aus, wenn wir hier zu wenig Verständnis haben, wenn wir hier zu wenig Wissen haben, dann wird wirklich fast zwangsläufig unser Pferd irgendwann Schaden nehmen. Das heißt, dieses Wissen über Biomechanik, über die Korrektur der natürlichen Schiefe, aber auch über Körpertechniken, über den Aufbau der Bodenarbeit, ist wirklich so die Essenz und die Basis, ein Pferd langfristig gesund erhalten zu können. Also es liegt sozusagen in unseren Händen, ja, dass wir langfristig Pferde, die eben auch über 30 Jahre alt werden, gesund, munter und fröhlich erhalten. Jetzt geht es aber zum Praxisvideo. Hier zeige ich dir eben die Gymnastizierung, zum Beispiel jetzt mit der Lektion Schenkelweichen. Es gibt natürlich mehrere Lektionen, die ich zeige, aber hier ist jetzt eine Übung, die für die meisten relativ einfach umzusetzen ist und die auch relativ bekannter ist. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Üb das unbedingt mit deinem Pferd. Ich bin mir ganz sicher, dass du sehr, sehr positive Effekte auch beim Reiten, wenn du fleißig übst, merken und bemerken wirst. Wenn wir jetzt also die Basis sozusagen zur Zusammenarbeit gelegt haben, kommen wir jetzt im nächsten Schritt zur Gymnastizierung. Ich habe ja vorher schon erklärt eben, dass ich immer mit diesen geraden oder lateralen Seitengängen starte, einfach um erstmal die Hinterhand überhaupt zu mobilisieren. Im nächsten Schritt kommen dann die diagonalen Seitengänge, wo das Pferd auch wirklich deutlich mehr Last aufnehmen muss, wie zum Beispiel beim Schulter herein. Aber die meisten Pferde müssen erstmal darauf vorbereitet werden, überhaupt Last aufzunehmen. Und das mache ich eben mit der Übung Schenkelweichen, also eine ganz einfache, wirklich auch sehr bekannte Übung. Wenn wir es gegen die Bande machen, ist es einfacher, wie natürlich auf der freien Linie. Wenn wir es steiler machen, ja, ist es deutlich schwieriger fürs Pferd. Das heißt, je flacher die Abstellung zur Bande, zum Beispiel jetzt 45 Grad, desto grundsätzlich einfacher fürs Pferd ist es. Die meisten Fehler passieren, dass wir im Endeffekt zu hohes Tempo haben. Das ist ein häufiger Fehler. Wenn wir seitwärts uns bewegen und das langsam ausführen, ja, ist im Endeffekt der Effekt auf die Geschmeidigkeit der Gelenke viel größer, wie wenn wir das schnell machen, ja, weil einfach diese Hankenbeugung deutlich weniger stattfindet. Das heißt, ein Seitengang sollte eigentlich langsam, aber aktiv ausgeführt werden. Ja, das ist ganz wichtig.
Langsam bedeutet nicht inaktiv. Ja? Ein Pferd kann aktiv mit der Hinterhand schön eben gut durchtreten, ohne dass es irgendwie phlegmatisch wirkt, auch wenn es sehr, sehr langsam ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, einerseits brauchen wir ein ruhiges Tempo, aber idealerweise trotzdem einen guten Takt. Andererseits müssen wir eben schauen, dass wir so gut wir können die Wirbelsäule gerade halten und nur eine ganz kleine Stellung gegen die Bewegungsrichtung haben. Ja? Wenn wir anfangen, den Hals zu verbiegen oder wenn das Pferd anfängt, über die äußere Schulter davon zu laufen, dann ist das Pferd zu vorhandlastig. Schiefe, also natürliche Schiefe, und Vorhandlastigkeit gehen immer zusammen. Das heißt, die Korrektur wäre entweder ein sogenanntes Aufwärtsarree, also so nenne ich das. Ich schiebe in Richtung Genick und dadurch automatisch kommt ein bisschen die Gewichtsverlagerung nach hinten. Oder aber ich mache überhaupt einen Übergang zum Halten und mache Rückwärtsrichten. Beim korrekten Rückwärtsrichten muss das Pferd zwangsläufig auch im Becken kippen. Deswegen machen das viele Pferde nicht so gern, weil sie steif in der Hinterhand sind. So, ich zeige es jetzt mal vor. Komm mal, sie. So, ich persönlich verwende immer das Wort Seite. Komm mal, sie, Seite. Touchier sozusagen am unteren Rumpf. Ich zeige das gleich nochmal. Gut. Gut. Komm. Gut. Langsam. Gut. Da habe ich jetzt die Schulter vergessen. Gut. Schulter, Mosi. Ja, da sieht man, dass die Schulter so ein bisschen immer hängen bleibt. Ich habe jetzt extra ein Pferd genommen, was von Natur aus eher vorhandlastig ist. Gut. Psst. Hör auf zum Spielen. Psst. Oh. So. Also die letzten Schritte waren eigentlich jetzt ziemlich gut, deswegen habe ich jetzt auch angehalten. Ich meine, sie ist grundsätzlich schon fortgeschritten, aber sie hat eben einen schwierigen Körper. Das heißt, sie ist von Natur aus, von ihrem Exterieur sehr, sehr vorhandlastig. Deswegen bei solchen Pferden müssen wir im Endeffekt jeden Tag wieder die Balance neu herstellen und ihr ein Bewusstsein für die Hinterbeine schaffen. Ich zeige noch mal kurz die Hilfengebung im Detail vor. Ich stelle also ganz minimal gegen die Bewegungsrichtung. Das heißt, wenn das Pferd sich von mir aus gesehen nach rechts bewegt, ja, stelle ich sozusagen ganz leicht den Kopf in meine Richtung, von mir aus gesehen nach links. Hinterhand zum Kreuzen animieren tue ich im Endeffekt, indem ich hier so am unteren Drittel vom Rumpf hinzeige, hinschaue oder eben, wenn es nötig ist, auch hin vorsichtig touchiere. Ganz wichtig ist eben immer dieser Aufbau, hinschauen, hinzeigen und dann erst Kontakt. Ja, so werden die Pferde einfach mit der Zeit immer feiner. Wenn das Pferd die Schulter vergisst, auch hier hinschauen, hinzeigen, kleiner Kontakt. Mit der Gerte an der Schulter, das heißt, ich kann einmal die Hinterhand eher aktivieren, einmal die Vorhand aktivieren, um ein bisschen mehr Energie ins Pferd zu bringen, schnallt sich sonst einfach auch mal. Ich nenne das hartes Schnalzen. Ja, das bedeutet nicht schneller, sondern mehr Aktivität. Und wenn das Pferd eben nach vorne drückt, kann man immer wieder anhalten, rückwärts schieben, dadurch eben die Hinterhand auch verbessern und geschmeidiger machen. Das ist ja der Grund, warum die Pferde nach vorne drücken, dass sie im Becken eher in Streckung sind und die Hinterbeine eben eher steif und gerade halten. Das heißt, bei einem Anfängerpferd kann man es wirklich auch so machen, dass man sagt, man führt an, Seite, komm, Schulter. Brav, Seite, Hinterhand und Halt. Dass man wirklich nur ein, zwei Schritte seitwärts verlangt. Ja? Also wenn das jetzt wirklich ein Anfängerpferd ist, ist das eigentlich meistens die beste Version anzufangen, weil im Endeffekt die Pferde sonst ins Laufen kommen und entweder sie drücken dann nach vorne oder sie drücken über die äußere Schulter davon. Seite, Mausi, komm. Rumpf, komm. Brav. Seite. Gut. Gut. Schulter. Und Halt. Und zum Anhalten gehe ich immer in meine sogenannte Pausenhaltung. Das heißt, ich entspanne mich im Körper. Ich mache normalerweise den Fuß in die Ruhestellung. Ich senke die Gerte auf den Boden ab und mache insgesamt meinen Körper eher ein bisschen rund. Psst. Nee, Mosi, das machen wir nicht. Rumgeschnabelt machen wir auch nicht. Genau, also das ist so die Pausenhaltung und das ist eben auch ganz wichtig, dass die Pferde in der Pause wirklich entspannen können. So, jetzt zeige ich euch nochmal sozusagen ein bisschen
die Trainerperspektive. So, brav. Und da sieht man jetzt auch schön, was ich vorher erklärt habe, wie die Hinterbeine kreuzen. Also die gehen wirklich seitlich, ja. Und nicht so diagonal, wie sie das jetzt zum Beispiel in einem Schulter herein machen würden. Jetzt fällt sie mir so ein bisschen über die äußere Schulter weg, deswegen bleibe ich stehen, ja. Das Anhalten bringt immer sozusagen den Effekt, dass die Hinterhand nochmal ein bisschen geschmeidiger wird, ja. Und wenn das Pferd eben zu tief ist, das Problem haben wir auch sehr, sehr häufig bei so vorhandlastigen Pferden, wie die Fiola ist, dann können wir den Kopf so einen Ticken höher tragen lassen, ja. Dass wir eben schauen, dass der Kopf nicht zu tief kommt. Gut, gut. Okay, jetzt ist es viel besser und halt. Und deswegen halte ich jetzt auch wieder an, weil jetzt hat es viel besser gemacht. Ich hoffe, man konnte jetzt den Unterschied sehen, eben wenn sie über die Schulter so ein bisschen fällt, ja, dann ist eben der Hals so ein bisschen, ich nenne das immer Uhackerl, gebogen. Ja, das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eben wirklich eine möglichst gerade Wirbelsäule und das Pferd tritt im Endeffekt mit der Hinterhand seitlich. Und dadurch wird die gesamte Hinterhand geschmeidig gemacht und vorbereitet, um wirklich auch dann mehr Last aufzunehmen. So, und was auch interessant ist, wenn man eben dann was gemacht hat, was für das Pferd grundsätzlich schon für die Gymnastik wertvoll war, dann erkennt man das normalerweise auch immer am Stand. Ja, ich habe sie da jetzt praktisch Außenschenkelweichen abgebremst ins Halten. Ja, und da sieht man, ich nenne das immer diese korrekten Linien der Vorhand, dass sowohl einerseits die Beine meistens geschlossen stehen und andererseits die Beine gerade sind. Also die sind jetzt nicht sozusagen rückständig unterm Körper oder vorständig vor dem Körper. Ach, diese Bremsen sind heute so lästig. Sondern sie sind, jetzt hat sie es kaputt gemacht, aber sie sind relativ gerade sozusagen. Einmal die Vorhand und andererseits die Hinterhand. Ja, ihre Hinterhand ist jetzt von Natur aus eher ein bisschen steif und sie hat ein sehr gerades Hinterbein. Aber man sieht, dass die Hinterhand jetzt mehr unter dem Körper ist, als es vorher war. Von Natur aus sind ihre Hinterbeine erstmal ungefähr da hinten. Ja, und wenn man dann ein bisschen gymnastiziert, dann kippt praktisch das Becken und dadurch kommt die Hinterhand mehr unter den Körper. Ja, und das ist etwas, was du immer, wenn du dein Pferd arbeitest, kontrollieren solltest. Wie verändert sich die Balance? Wird das Pferd zum Beispiel auch in der Schulter freier? Wird es leichter in der Vorhand? Ja, hat es dann auch vielleicht mehr Ausdruck und mehr Ausstrahlung? Hier ist jetzt heute leider sehr heiß, weil das Wetter einfach so wahnsinnig anstrengend ist heute. Aber normalerweise, wenn du dein Pferd gearbeitet hast, dann solltest du immer einen positiven Effekt sehen. Ja, dass das Pferd sich besser aufrichtet, die Hinterhand aktiver und bewusster einsetzt und insgesamt eben auch diese Beinlinien besser und korrekter werden. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir jetzt gefallen und du wirst möglichst zeitnah auch diese Lektion umsetzen. Das ist ja wichtig, dass man immer, wenn man was Neues sieht, das möglichst zeitnah auch übt. Ich hoffe auch, du hast jetzt in dieser Präsentation verstanden, dass sozusagen die Gesundheit deines Pferdes wirklich in deinen Händen liegt, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass du dich eben intensiv mit dem Pferde, mit der Pferdebiomechanik, mit dem Pferdetrainingsdidaktik, aber eben auch mit einem ganzheitlichen Pferdeverständnis beschäftigst. Wenn du jetzt sagst, okay, das eine oder andere war dir jetzt noch nicht so klar, das hast du nicht gewusst oder du willst einfach wirklich mehr über dieses Thema erfahren, damit du dein Pferd wirklich langfristig gesund erhalten kannst, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du in meiner ganzheitlichen Bodenarbeitsausbildung bist.
Ich habe wirklich versucht, die Preise so zu gestalten, dass sich das jeder leisten kann, weil du bist mit der günstigsten Variante, nämlich Silver, bist du mit schon 1 Euro pro Tag, was du in die Gesundheit deines Pferdes investierst, dabei. Es wird auch eine Ratenzahlung geben, die sollte normalerweise, glaube ich, morgen freigeschalten sein. Also wenn du sagst, du kannst dir jetzt nicht das auf einmal leisten, dann gibt es eben eine Ratenzahlungsoption für 89 Euro im Monat. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Preis, wo man sagt, das kann man sich ganz gut leisten. Und wenn der Tierarzt kommt oder wenn man einen Bodenarbeitskurs besuchen würde, dann ist man mit Sicherheit wahrscheinlich genauso viel oder sogar mehr Geld los. Und hier hast du wirklich Wissen, was dich einfach in deinem Verständnis mit dem Pferd auf ein mit Garantie ganz neues Level bringen wird. Viele Pferde sehen aus wie dieses Pferd hier oben. Auch das ein Pferd von einer Online-Teilnehmerin. Und man sieht, glaube ich, ganz deutlich, wie dieses Pferd auch hier den Rücken gestaucht hat, ja, mit dieser sehr, sehr hohen Kruppe und mit diesen sehr, sehr geraden Hinterbeinen. Und auch hier der Blick ist jetzt eher so ein bisschen, ja, ein bisschen phlegmatisch, würde ich jetzt fast sagen. Und darunter das gleiche Pferd im Abstand von 3 Monaten innerhalb von meiner Ausbildung gearbeitet. Und ich glaube, man kann einen deutlichen Unterschied sehen, wie schön diese Rückenlinie sich verändert hat, dass die Kruppe auch deutlich weniger überbaut ist oder wirkt. Das hat nämlich meistens wirklich mit dieser Steifigkeit in der Hinterhand zu tun und nicht mit einem mangelhaften Exterieur. Das wissen leider auch viele Trainer nicht. Dieses Überbautsein ist ganz, ganz oft ein Zeichen für eine schlechte Biomechanik, für ein schlechtes Laufverhalten des Pferdes. Und das kann man sehr, sehr wohl korrigieren. Und meiner Meinung nach muss man da immer am Boden eben damit anfangen. Und man sieht, wie schön dieses Pferd in seiner Balance, in seinem Körper sich verändert hat. Es hat Muskeln aufgebaut, der Oberhals hat sich toll aufgebaut. Es wirkt insgesamt viel stolzer und größer. Ja, also man kann wirklich einen deutlichen Unterschied von dieser Online-Teilnehmerin, von ihrem Pferd eben sehen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ich dir mein ganzes Wissen zur Verfügung stellen darf. Am 14. August starten wir schon, also schon sehr, sehr bald. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt noch die eine oder andere Frage, die du mir persönlich nochmal kurz stellen willst, ich wäre heute Sonntag, 9.8. live auf Facebook und Instagram, also ich mache da immer so Doppel-Lives. Ab 19 Uhr kannst du mir gerne ein Loch in den Bauch fragen und ich werde wahrscheinlich nächste Woche Sonntag auch nochmal live gehen. Also nutze die Chance oder schreib mir sonst eine E-Mail, kein Problem. Ich beantworte sehr, sehr gerne deine Fragen. Und es gibt wie immer eine Geld-Zurück-Garantie, ja, also eine 14-tägige Begeistert- oder Geld-Zurück-Garantie. Das habe ich ja in allen meinen Online-Ausbildungen, dass wenn du sagst, okay, das Konzept des Online-Lernens ist wirklich nicht für dich, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne von dieser Geld-Zurück-Garantie Gebrauch machen. Das ist kein Problem. Aber tatsächlich geben eigentlich nie Leute zurück, weil sie einfach wirklich von diesem Online-Konzept, das ich ja seit vielen, vielen Jahren schon optimiere und optimiert habe, einfach begeistert sind. Das Feedback ist wahnsinnig gut, egal wo du nachschaust, Facebook, Instagram, auf EduDip, wo ja diese Webinare auch immer laufen. Da habe ich wirklich ganz, ganz tolles Feedback. Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle, die mich bewertet haben. Hier möchte ich dir jetzt noch einen ganz kurzen Feedback-Trailer von meinen Online-Teilnehmerinnen zeigen. Da haben wir nur wirklich ganz wenige. Es gibt mittlerweile ja mehrere hundert begeisterte Teilnehmer. Und ja, da möchte ich dir jetzt einfach mal einen kurzen Einblick gewähren. Das ist mein erster Kurs dieser Art und ich bin vollauf begeistert. Zum einen von dem Umfang und der Qualität an Informationen, zum anderen fühle ich mich total gut aufgehoben. Ich kann nur sagen, jeder, der überlegt, ob er dem Kurs, dem einen oder dem anderen, teilnehmen soll, es sind alle Kurse auf jeden Fall jeden Cent wert. Wir haben sie jede Menge mitgenommen an Übungen und auch an Tipps für Gesundheit und Ernährung. Ganz großes Daumen hoch. Und 100% Weiterempfehlung.
und wir sind auch ganz alleine unterwegs. Auch das wäre vor einem halben Jahr nicht denkbar gewesen. Das Problem war nie er, von Anfang an ich. Und die Sandra hat eine Art, mit völliger Hingabe, Leidenschaft und einer Wahnsinnsgeduld einem die Augen zu öffnen und dir ein Stück weit fast schon die Pferdesprache beizubringen. Was ich jetzt wieder für einen Spaß habe, mit meinen ganzen Jungpferden zu arbeiten und wie begeistert die alle mitarbeiten, haben alle Spaß dran und ich freue mich schon auf die nächsten Jungen und auch auf den nächsten Kurs mit dir. Was ich durch den Kurs von dir bekommen habe, war so viel mehr, als ich mir erwartet habe. Ich habe durch dich einen ganzheitlichen Ansatz gelernt, Pferde zu lesen und zu verstehen, durch die Blöcke Pferdegesundheit und Bodenarbeit und habe Sachen, Zusammenhänge verstehen gelernt, die mir vorher nicht so klar waren. Ich habe das mit meiner damaligen Reitbeteiligung gemacht. Ich habe ein super Verhältnis mit ihr aufgebaut. Also die ganze Bodenarbeit hat uns sehr geholfen. Gerade auch Probleme, die vielleicht beim Reiten nicht so gut oder die man beim Reiten hatte, durch die Bodenarbeit zu lösen. Das hat sehr gut funktioniert und ich empfehle den Kurs jedem. Angst vor der Technik musst du natürlich keine haben. Es ist wirklich ganz einfach aufgebaut, wie du in diesem Kurs teilnimmst. Ich bin auch immer für technische Fragen natürlich für dich da. Das ist überhaupt kein Problem. Es hat noch nie jemand aufgrund von Technikproblemen zurückgegeben. Also das funktioniert alles einwandfrei. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn ich dir zeigen darf, wie du dein Pferd noch gesünder, schöner, stolzer machen kannst und wirklich mit ihm eine ganz, ganz tiefe, innige Verbindung mit ihm aufbauen kannst. In diesem Sinne, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ja, ich hatte einen harten Weg, bis ich hier angekommen bin. Ich hatte viele Sorgen mit meinen eigenen Pferden. Ich hatte viel Unsicherheit im Pferdetraining. Ich habe Pferde auch falsch trainiert. Ich habe Hilfszügel früher verwendet, weil ich es nicht besser wusste. Aber heute habe ich wirklich ein Konzept geschaffen, das großartig funktioniert, das Pferd und Mensch wirklich Spaß macht. Und ich würde mich sehr freuen, dich und dein Pferd auf eurem gemeinsamen Weg begleiten zu dürfen und all mein Wissen, was ich über die letzten, ja, mittlerweile, muss ich jetzt mal rechnen, 35 Jahre bin ich schon intensiv im Pferdebereich tätig, also von Kindesbeinen an, ja, und ja, ich würde mich sehr freuen, dir all dieses Wissen und meine Erfahrungen in wirklich sehr, sehr gut aufgebautem Online-System weitergeben zu dürfen. Ich freue mich sehr auf dich. Schau unbedingt auf meiner Website auch vorbei. Da findest du noch mehr Informationen, sandrafenzel.com. Wenn du noch Fragen hast, komm zu Instagram, komm zu Facebook Live oder schreib mir eine E-Mail an info@sandrafenzel.com. Ich freue mich auf dich und dein Pferd. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Sandra.